funktioniert noch nicht. Hä? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Wiel. Jetzt Also, jetzt. Wiel war als Aufsteiger gesetzt. Das war die Idee gewesen. Aber dann haben sie halt leider verloren. Und so, oder ja, verloren in Sion. Und deshalb sieht das jetzt so aus. Sion führt zwischen den vier Aufsteigern, spielt im Moment gerade in Schlieren, da wissen wir nicht, wie es steht. Solothurn ist dann noch vor Wiel und hinter Wiel wartet dann das Team aus Yverdon. Und so müssen wir also Vorlieb nehmen. Schauen wir uns die Aufstellungen beider Teams kurz an. Aber zunächst hier, wie sie einlaufen. Wiel also heute in Bordeaux, Solothurn in ganz schwarz. Wir sind gespannt, wie sich das dann entwickeln wird, wer dann tatsächlich wie auftreten wird. Hört ihr mich? Ich hoffe schon. Gebt mir Bescheid, falls nicht. Das ist Krucker. Also, kurz zu den Aufstellungen. Solothurn spielt heute mit Biedermann im Tor, Jittler, Mike Rieder und Clay in der Dreierabwehr. Dann haben wir Nina Adam, Laura Moberdorf, Lara Friedrich und Noemi Gillmann. Der Sturm dann mit Zengafinnen, mit Graf und mit Rotz von Rotz. Dann also das Heimteam heute mit Bischofberger im Tor. Zwissig, German und Martin machen die Abwehr. Dann Graf, Wies und Krucker in der Mitte. Kressig und die Gaetano über die Flügel. Iseni und Elana O'Neill. Wir sind also der Sturm, der das Ganze beflügeln soll. Das also beide Aufstellungen. Für die Freunde auf Instagram, vergesst nicht, wir sind nur kurz hier. Dann müsst ihr rüberkommen auf YouTube. Da sind wir dann mit dem ganzen Spiel live. Ja, es wird spannend. Wer heute gewinnt, könnte sich eine gute Ausgangslage für den Aufstieg sichern. Aufstieg sichern kann sich niemand bislang. Es sind nämlich noch 6 Punkte im Spiel und die Vorsprünge sind noch nicht zu groß. Aber sollte heute ein Unentschieden dabei rausschauen in diesem Spiel hier, könnte Sion mit einem Sieg in Schlieren, also schon davon träumen, in der Aufstiegsliga zu sitzen. Falls einer von euch jetzt also da ist, kann er mir dann mitteilen, ob er was gesehen hat, ob er weiß, wie es denn dann in Schlieren um das Resultat steht. Auch wären wir froh um Meldungen aus Biel, Biel gegen Yverdon, denn das sind die Spiele, worauf es ankommt. Ja, was ist mit beiden Teams los? Sophie Bona fehlt extrem, fehlt schmerzhaft bei Solothurn. Wiel seinerseits muss heute auf Mael Mettler verzichten, die schon seit einigen Wochen leider verletzt ist, das junge Talent. Dafür kann O'Neill mal wieder von Beginn weg mitspielen. Jennifer Wies angeschlagen, hat die Weisheitszähne ziehen müssen. Mal schauen, wie sie sich heute entfaltet. Ansonsten beide Teams gut aufgestellt. Beide denken, sie könnten heute mit dem Sieg davon kommen. Sowohl Julien Checon's Team als auch Florian Hollenstein.
Holstein doch schon seit geraumer Zeit Trainer von Wiel. Cecco seit 2,5 Jahren jetzt, glaube ich, Trainer von Solothurn. Von Rotz versucht zu verlängern, aber gut geklärt von Leonard Twissig. Eli Graf wollte den Ball da. Er bekommt Hilfe von Carla Martin. Und ich sehe schon, unsere Grafik scheint nicht ganz zu stimmen, gestimmt zu haben. Denn es sieht so aus, als würde Krucker heute mal wieder ihre alte Position als Außenverteidigerin einnehmen. Damals noch unter dem Namen Bösch. Barbara Krucker hat ja geheiratet in dieser Saison. Sie, die sonst eigentlich in der Mitte aufgestellt ist, heute scheint es so, als wäre der Captain also über links unterwegs. Das ist Bischofberger, die Position von Sprecher geerbt hat, liechtensteinische Nationalspielerin. Marcia Bischofberger. Und jetzt ein Abschluss ins Niemandsland. Von der Frau mit der Nummer 15. Von Svenja Zengafinnen. Nein, Entschuldigung. Von Cheyenne Graf. Svenja Zengafinnen, die endlich wieder fit ist, zurück ins Team findet. Heute also Sophie Bohner im Geiste und auch so halb in der Position ersetzen muss. Cekun hat durch das Fehlen von Bohner und das Fehlen von Geiser umgestellt. Normalerweise hat er ein Dreieck mit Spitze bei von Rotz im Strafraum. Zwei Halbflügel, zwei Frauen auf der Halbposition. Dieses Mal hat er das Dreieck umgekehrt. Zengafinnen spielt die 10 und von Rotz und Graf spielen zwei Strafraumstürmerinnen, werden aber oft über die Seiten ausfallen. Eckball für Gaia Di Gaetano, nachdem Tamara Biedermann etwas mit dem Feuer spielte. Ecke kommt, gut, gefährlich und gerade noch ein Fuß dazwischen. Immer noch die Frauen in Rot-Blau und jetzt, wo ist mein Bild? Was ist hier los? Ah, hat der Kollege kurz falsch umgeschaltet. Ja, dann bringt die Replay auch nichts. Erste Gefahrsituationen also für Solothurn. Für die Kollegen auf Instagram, ihr seid nicht mehr lange mit dabei, dann müsst ihr zurück, müsst ihr auf YouTube kommen. Wenn euch dann interessiert, wer hier den Aufstieg machen kann in der Nationalliga B. Spiel, Fragezeichen. Lang der Ball. Oh, gut. Der Versuch per Kopf von Elli Graf. Die Frau, die in Zürich ausgebildet wurde. Köchin von Beruf. Musikerin aus Passion. Elli Graf. Und wieder Krucker, die überall ist. Pietikäinen fehlt, die Frau aus Finnland bei FC Wiel. Eine der Stützen, eine dieser Spielerinnen, die eine Hybridposition in der Dreierkette von Hollenstein einnimmt. Zwissig soll heute so ein bisschen diese Position einnehmen, aber immer mit der Hilfe von Krucker und Martin. Martin, die mehr als 6 spielt, so wie es jetzt aussieht.
Wir hatten damit gerechnet, dass sie dann mehr in der Innenverteidigung Platz nimmt. Also eher ein 4-3-3 heute von Hollenstein. Und das ist Jennifer Wies. Wies mit dem Oberdorf im Kampf. Entscheidet ihn für sich. Und Vanessa Clay geht clever zu Boden. Ja, für die Freunde auf Instagram, das war's. Wenn ihr mehr vom Spiel sehen wollt, wenn ihr Lust habt zu schauen, wer denn hier den Aufstieg für sich fast schon sichern kann, dann müsst ihr auf YouTube kommen. Ihr kennt ja alle Links und sonst findet ihr sie bei uns auf der Story. Und es wird gefährlich, aber Biedermann ist zur Stelle. Lana O'Neill hatte da clever das Abspiel von Biedermann aufgefangen. Lana O'Neill, die Frau, die mit Lugano in die Champions League kam, da gegen Manchester City spielte zweimal. Dann musste sie die Schweiz verlassen. Damals das Migrationsamt hat Lugano sämtliche Spielerinnen oder 15 Spielerinnen weggenommen damals, weil sie Amerikanerinnen waren, also aus Drittstaaten und deshalb nicht in der Schweiz einem Hobby nachgehen dürften ohne Arbeitsbewilligung. Lugano hatte so dann keine Spielerinnen mehr und oder wenig Spielerinnen, musste dann mit der zweiten Mannschaft spielen, stieg dann ab. O'Neill war eine dieser Spielerinnen, wechselte dann nach Deutschland, dann hatte sie da nicht viel Erfolg, wechselte dann zu Benfica Lissabon, auch da nur mäßig der Erfolg und also mit dann wieder zum FC Zürich. Beim FC Zürich unter Inka Grings auch nie wirklich Fuß gefasst und mittlerweile also hier in Wiel. Leistungsträgerin, beste Torschützin der Mannschaft. Zuletzt aber auch ein paar Mal verletzt gefehlt. Lana O'Neill. Ja, Wiel, das eigentlich erst vor einem Jahr aufgestiegen ist, dann aber letztes Jahr ganz klar sich von den Abstiegsrängen entfernt hat sofort und diese Saison, wie gesagt, als einer der Aufstiegskandidaten da ist. Und als Schande in meinem Blick auch für euch diese hässliche grüne Kamera von Veo. Leider ist das Netzwerk Solothurns angeblich so schlecht, dass sie die Nacht auf die andere Seite ziehen können. Nun ja, für einmal drücke ich das Auge zu. Lang der Ball. Und jetzt die Chance für Kressig. Spiel zurück zu Di Gaetano. Di Gaetano, zurück zu Kressig. Di Gaetano und... Ui, da segeln alle am Ball vorbei. Eli Graf spielt mit Leonard Zwissig. Und Krucker. Ich ziehe meinen Hut vor Barbara Krucker. In den 3 Jahren, in denen ich Wiel etwas näher betrachte, hat sie extreme Fortschritte gemacht und jetzt nach einer ganzen Saison im Zentrum so nahtlos wieder als Außenverteidigerin einsteigen, das ist nicht für jedermann. Also, Chapeau, Frau Krucker. Mittlerweile auch Captain. Barbara Krucker, ein Klaus-Kind, am 5. Dezember geboren.
1998, heißt mittlerweile also 25. Ball in die Tiefe, kein Problem. Für die Torhüterin Liechtensteins, Marcia Bischofberger, hält da noch immer die Nummer 1, wartet aber mit einem weinenden Auge auf Yara Ackermann, die Torhüterin der Young Boys, die ja eigentlich vorbestimmt ist, die Nummer 1 der Liechtensteins zu werden. Aber solange Ackermann noch auf ein Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft wartet, so kann sich Bischofberger austoben im Tor Liechtensteins. Ich liebe es hier. Die Leute haben null Respekt vor Kameras, laufen einfach direkt rein. Ja. Keine Chance. Setzen sie sich auch in den Weg, aber das ist halt die Realität, wenn man in einem Amateurstadion filmt, muss man auch sagen. Super Anlage hier in Wiel, aber das ist halt nach wie vor nicht gemacht für eine Fernsehübertragung. Freistoß für das Team aus Wiel. Gajadi Gaetano, fast wäre das 1:0 gefallen. Und jetzt Wies und wieder, eieiei. Was war hier los? Zunächst also rettet Clay auf der Linie und dann Wies und wieder. Ist es Clay? Vanessa Clay, Superstar. Muss es hier heißen, rettet zweimal auf der Linie. Und genau deshalb platziert man eine Frau auf der Linie, meine Damen und Herren. Damit man eben solche Rettungsaktionen sehen kann. Vanessa Clay, super gemacht. Vanessa Clay, die ihre ganze Karriere bislang bei deren Dingen und Solothurn gemacht hat. Nicht vergessen, Solothurn hat erst seit 3 Jahren eine Frauenmannschaft. Vorher war das Frauenfußball-Traditionsteam SC deren Dingen. Und Vanessa Clay gehörte da schon zum Eigengewächs bei deren Dingen. Und jetzt also in Wiel ist sie die Heldin bislang. Und ich bitte euch nochmals, falls ihr irgendjemanden kennt, schickt ihm den Link zu. 52 gleichzeitige Zuschauer sind mir im Moment noch etwas zu wenig, um Nationalliga B zu zeigen. Ich weiß, es gibt auch Women's Super League, aber die will doch keiner sehen. Ist doch eh alles egal da. Ellie Graf verheddert sich. Chance für Zenga finden, da das Spiel in die Hand zu nehmen. Jolanda von Rotz. Von Rotz geht in den Strafraum. Aber Germann ist standhaft. Jasmin Germann. Liebe Grüße an die Schüler und Schülerinnen von Jasmin Germann, die vor 3 Wochen hier unseren Chat mit Freude erfüllt haben. Ihr dürft gerne nochmals kommen. Also. Ich habe keine Meldung bezüglich dem Resultat in Schlieren. Ich hoffe, das ändert sich. Falls einer von euch das weiß, gerne hier im Live-Chat mir mitteilen, was denn im Moment in Schlieren ansteht. Servette hat mittlerweile 4:0 gewonnen in Thun, beziehungsweise führt 4:0. Da geht es noch 5 Minuten. Und die Young Boys halten noch immer die Null gegen Basel. Beziehungsweise Basel hält die Null gegen die Young Boys. So rum geht's. Und Luzern und St. Gallen sind momentan auch bei 0:0. Das ist also für die, die das Gefühl hätten, sie müssten umschalten, müsst ihr nicht. Und falls ihr denkt, ihr wollt das Spiel auf dem großen Fernseher schauen, so wie es diese Frauen verdient hätten,
Ihr müsst es nicht auf eurem Handy schauen, nicht auf eurem Computer. Ihr könnt über die YouTube-App eures Anbieters, der Smart-Top-Box eures Anbieters oder eures Smart-TVs das ganze Spiel schauen. Einfach auf der YouTube-App abseits.ch eingeben oder über euer anderes Gerät darauf beamen. Alle Anbieter sind dabei. Quickline, Green, Salt, Sunrise, Swisscom. Alle haben sie eine YouTube-App. So. Gut geklärt von Zwissig. Leonard Zwissig. Ja. Gilman, gut gelesen von Bischof Berger. Wie sieht es aus mit dem Ton? Hört ihr mich eigentlich einigermaßen? Ich weiß, das Mikrofon ist ist nicht ganz auf Betriebstemperatur im Moment. Falls das nicht so ist, bitte in den Chat eingeben. Ich werde es dann wechseln in der Pause. Und für die Witzbold im Stadion, die ja sagen, ja, ihr seid zu mir gesessen, nicht ich bin zu euch gesessen. Also wer freiwillig neben dem Kommentator und der Kamera Platz nimmt, der muss halt mit mir Vorlieb nehmen. Vanessa Clay spielt mit Immobadorf. Uff. Langsam also sehen wir das Pressing der Wielerinnen. Vorhin war es Sarina Grieder, nicht Laura Immobadorf, Entschuldigung. Elli Graf. Ball in die Tiefe. Da versuchte sie sich zu lösen, Cheyenne Graf. Eine ganz junge Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs. Checkon hat sie erst zur Winterpause hochgenommen. 16-jährig, Cheyenne Graf, macht ihre ersten Erfahrungen auf diesem Level. Und das ist der Captain, das ist Noemi Gilman. Die macht schon viele Erfahrungen auf diesem Level. Hat auch schon viele Saisons Women's Super League gespielt. Damals im Dienste der Young Boys. Gilman. Unter Wübenhorst dann im ersten Winter langsam ausgemustert. Fand in Solothurn ein neues Zuhause. Die holländisch-schweizerische Doppelbürgerin, Noemi Gilman. Muss da natürlich Abstriche machen, ist nicht mehr eine Young Boys Spielerin, aber gehört zu den Besten in der Nationalliga B. Kurz ausgeführt, die Ecke auch schnell ausgeführt. Gilman stark die Flanke, Bischof Berger, sicher. Bischof Berger nicht immer die sicherste beim Rauslaufen, dieses Mal hat sie es aber im Griff gehabt. Schauen wir uns hier nochmals die Heldentaten von Vanessa Clay an. Die doppelte Clay auf der Linie. Und hier Jenny Wies könnte abziehen. Wies zieht auf links, sucht Graf. Di Gaetano. Und die Flanke, aber Biedermann geht dazwischen. Und ich frage mich, ob Wiel vielleicht nicht wieder zurück auf sein 3-3-4 umschalten sollte. Oder so ein 3-1-4-2. Denn bislang scheint es so, natürlich, sie haben nicht gewusst, dass Bona ausfällt, aber bislang scheint es so, als wäre eigentlich die Viererkette nicht nötig gegen dieses Solothurn und dass sie sich offensiv mit mehr Frauen im Mittelfeld besser finden würden.
Aber Graf spielt raus zu Di Gaetano. Schön gemacht von Elli Graf. Graf steckt durch Wies. Sehr direkt zu O'Neill. Aber gut gelesen von Vanessa Clay. Hui, Carla Martin ohne Rücksicht auf Verluste. Im Oberdorf Clay. Abgefangen von Di Gaetano, aber das Schiedsrichterinnengespann hatte was dagegen, wie O'Neill da in den Zweikampf mit Clay ging. Die Amerikanerin. Etwas gesunde Härte natürlich von der Amerikanerin. Clay wird gepflegt. In der Zwischenzeit schauen wir uns die beste Szene des Spiels bislang an. Clay da doppelt im Einsatz. Hier zuerst wehrt sie den Kopfball ab und dann auch noch den Abschluss von Jenny Wies. Iseni und Wies, fast hätten die zwei. Also, Solothurn in Bedrängnis gebracht, also beziehungsweise in Rückstand. Aber gut gearbeitet von Vanessa Clay. Ja gut, dann machen wir kurz den Ton aus. So, ist jetzt besser mit dem Ton, meine Freunde. Ich habe das Mikrofon gewechselt. Scheint kein Wackelkontakt mehr zu haben, also gebt mir Bescheid. Und tut mir leid für die ersten 20 Minuten, da hättet ihr schon früher etwas sagen müssen. Schade, schade, schade. Marina Sprecher kommt aufs Feld, die Physio. Sie, die sie, die Frau ist auf dem Platz mit den meisten Titeln. Als Physiotherapeutin beim FC Zürich hat sie mehrere Doubles gewonnen. Sprecher. Und deshalb also ist sie die Frau mit den meisten Titeln. Danke Swiss LP 98. Solche Sachen kann ich daneben selber jeweils nicht unbedingt kontrollieren. Ist gut, ja, nein. Die Pause da.
Ja, wir können ja dead sein. Ja, meine Damen und Herren, es steht hier noch 0:0. Kressig, die Frau, die aus Zürich hier hingewechselt ist. Und Gilman haut mal den Ball weg. Kein Problem für Gaia Di Gaetano. Ja, der Sportpark Lidl Bergholz hier in Wiel. Sehr beliebt. Nicht nur das Zuhause des FC Wiels mit all seinen Teams, auch das Zuhause des American Footballs hier aus der Region. Und der FC St. Gallen kommt auch gerne hier hin. Jetzt mittlerweile, wenn das Espenmoos jeweils gesperrt ist, weil der Rasen den Winter nicht aushält. Und deshalb Hochbelegung hier. Dann gibt es nebenan sogar noch eine Eishockeyhalle, die wird auch sehr rege genutzt, ein Schwimmbad, das hat auch super benutzt. Und ja, hier in Wiel ist was los. Gerade das American Football findet immer mehr Zuspruch und findet auch immer mehr Teams, die sich dann hier in Wiel einmieten wollen. Gilman. Und wer heute nicht genug hat von Julian Cecon, der kann ihn später dann auch auf SRF 1 sehen. 20 Jahre Music Star, da wird man auch den Trainer Solothurns sehen, als er damals beim Music Star ein Kandidat war. Julian Cecon. Gilman, aber gut gemacht von Jennifer Wies. O'Neill schickt die Sehne, aber Grieder grinst sie da weg. Aber dann schlechter Ball von Sarina Grieder. Muss sie Tamara Biedermann zwingen, nochmals zurückzulaufen. Tamara Biedermann, die ich mit Strecken vermisse auf der Liste der Nominierten für die U19-Nationalmannschaft für das Qualifikationsturnier in Portugal. Es geht um die EM-Teilnahme und Tamara Biedermann, die für mich best in ihrem Jahrgang, auch weil sie schon seit 2 Jahren Nationalliga B spielt, ist kein Teil des Aufgebots. Lorena Barth, die natürlich bei Aarau eine gute Arbeit leistet, heute im 17. Spiel zum ersten Mal einen Fehler gemacht hat. Ein kleiner Fehler. Barth ist auch mit dabei, aber soweit ich weiß, sogar nur als überzählige Torhüterin. Und da stellt ich mir schon die Frage, was Veronika Maglia dann für Ansprüche hat an eine Torhüterin. Aber das ist dann ein Thema für das nächste Mal, wenn ich die Schweizer Nationalmannschaft interviewen kann, der U19. Und so wie wir es uns gewohnt sind, beim Rhythmus, in dem die U19 in der Schweiz auftaucht, wird das in 5 Jahren sein. 2018 waren sie in der Schweiz Heim-EM und dann 5 Jahre lang nicht. Letzten November waren sie dann wieder mal in der Schweiz. Jitlamai, zum ersten Mal die Abwehrchefin gefordert. Sascha Jitlamai. Oh, perfekt für Zaini. Und noch besser sind sie. Zuerst Tamara Biedermann, aber dann eben diese Abwehrchefin, Sascha Jitlamai. Biedermann mit der Superparade, Jitlamai mit dem Superfeger. Aber oh, die darf doch da nie so alleine zum Ball kommen. Nein, Zaini.
Haben Sie das denn schon vergessen? Jitlamay war im gleichen Team wie Zeni, als sie Zeni Torschützenkönigin wurde, der U19. Damals beide beim FC Zürich. Einer ist Zeni mittlerweile also in Wiel und Jitlamay in Solothurn. Oh. Wieder spielt Wiel mit dem Feuer. Solothurn. Biedermann lässt den Ball fallen. Ist aber auch schwierig, diesen zu sehen. Sie faustet ihn da weg. Durch all die Beine hindurch. Tamara Biedermann. Starke Torhüterin. Ein Fund von Urs Bachmann. Dem ehemaligen Sportchef und Cheftrainer Solothurns. Saja Jitlamay wurde U19-Meisterin live auf Abseits, damals im Wankdorf. Traf sie per Kopf zum 1:0. Aina Iseni, die jetzt auf der Gegenseite steht, traf dann zum 2:0. Und Zürich wurde trotz einer sehr schlechten Saison dank dem Playoff-Modus Meister. 2020 war das. Ach, war das eine schöne Zeit. Bis auf das Ganze, ja, ihr wisst schon. Mit Masken und so. Das hat keinen Spaß gemacht. Live aus dem Wankdorf. Hat euch abseits das Ganze gezeigt. Ja. Tamara Biedermann. Beide Teams sehr vorsichtig. Also es ist nicht das Feuerwerk, das man erwartet von einem Aufstiegsspiel. Aber man muss auch sagen, beide Teams haben viel zu verlieren, wenn sie nicht gewinnen. Beziehungsweise wenn sie nicht einen Punkt holen. Yverdon klopft an, ist 3 Punkte hinter Wiel, 4 Punkte hinter Solothurn. Und eben das Team aus Sion ist ja eigentlich 2 Punkte vor. Kommt da sehr drauf an, was sie jetzt in Schlieren gerade machen. Nicht 2 Punkte, 1 Punkt vor Wiel, 1 Punkt vor Solothurn, Entschuldigung, verkehrt gesagt. Also, die Resultate aus Schlieren und aus Biel heute sind sehr, sehr wichtig, auch für beide Teams hier. Aber ein Sieger aus dem heutigen Spiel, der könnte dann fast schon sicher in die letzte Runde gehen. Da haben sie eigentlich machbare Gegner. Wiel trifft dann auf Carouge. Das sollte eigentlich gehen. Solothurn trifft auf Küsnacht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Nein, Solothurn trifft dann auf Schlieren und Wiel trifft auf Carouge. Beides also Gegner, die man besiegen kann. Sion trifft aber auch auf Küsnacht, den kann sie besiegen. Und Yverdon könnte auch Winterthur besiegen. Also, es wäre wirklich, wirklich wichtig, heute zu siegen. Aber da mich die Teams nicht hören, kann ich ihnen keinen Druck auferlegen. Das überlasse ich dann Flo Hollenstein und Julian Checkon in der Pause. Biedermann haut den Ball nach vorne. Im Oberdorf findet Jitlamay. Thailändisch-schweizerische Doppelbürgerin, Saja Jitlamay. Graf versuchte sich da durchzusetzen, Cheyenne Graf. Aber kein Problem für Gaia Di Gaetano. Jetzt wieder Cheyenne Graf, die Flanke, sie kommt. Aber irgendwie klärt Germann, doch nur bis zu Im Oberdorf. Von Rotz bleibt dran. Aber Krucker kann klären im eigenen Strafraum. Alana O'Neill lässt sich fallen, um den Ball abzuholen. O'Neill
in den USA und in Kanada, in Syracuse, damals als Stürmerin ausgebildet. Dann kam sie nach Europa und es wurde ziemlich klar hier in Lugano. Sie ist besser aufgehoben in der Defensive, spielt im defensiven Mittelfeld, dann Außenverteidigerin, zum Schluss Innenverteidigerin. Alana O'Neill war eine der Geheimwaffen der damaligen Lugano-Trainerin Stefania Mafiola. Aber Mafioli scheiterte dann an der Champions League und verließ dann auch den Verein. Die Champions League, die dann eben diesem FC Lugano zum Verhängnis wurde. Angeblich wegen der Champions League wurde das Amt für Migration auf den Verein aufmerksam. Und dann hätte es nur noch eine Hoffnung gegeben, und zwar den Avatar, den Herr der vier Elemente. Nein, das ist ein kleiner Witz beiseite. Die einzige Hoffnung wäre gewesen, der Schweizer Fußballverband steht für Lugano ein. Aber der SFV hat dann sich nicht für Lugano einsetzen wollen im Sinne von bestätigen, dass die Women's Super League, damals Nationalliga A, keine Profiliga ist. Und weil es eben als Profiliga galt, galt dann dieses Gesetz. Und deshalb musste dann Lugano all seine amerikanischstämmigen Spielerinnen verabschieden. Jitlamai, guter Ball in die Tiefe, aber Kruka steigt am höchsten. Zengafinnen, Adam und Imobadorf, Clay mittlerweile am Ball. Kein Risiko gehen sie ein, die Frauen aus Solothurn. Ah, Graf verschätzt sich da, Cheyenne Graf und Leonard Zwissig. Etwas kurz der Ball, aber Bischof Berger ist nicht in Gefahr. Die letzten 10 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Nun ja, wir haben ein paar gute Chancen gesehen, aber es war noch nicht das Fußballfeuerwerk, das wir erhofft hatten. Für beide Teams geht es um viel, aber sie spielen gemächlich, hoffen auf Schützenhilfe von Schlieren und Biel. Beim einen könnte ich mir das noch vorstellen, beim anderen nicht wirklich. Eines dieser Teams hat ja bislang nur 2 Punkte aus 16 Spielen. Tamara Biedermann haut den Ball nach vorne. Aber auch da geschieht nichts. Über links stürmt da Alana O'Neill. Aber Jitlamai, zu gut. Nein, Nina Adam war es, die zu gut war. Nina Adam und Laura Friedrich, beides natürlich Leihgaben der Young Boys, kommen aus diesem Serienmeister-Team von IB. Gilman, auch sie, kommt von den Young Boys, aber nicht als Leihgabe. Also Solothurn auch mit einer IB-Färbung. So wie alle Teams in der Region, Biel am wenigsten. Biedermann. Uff, was war denn das? Da hat Biedermann zu viel Vertrauen in ihre Mitspielerinnen. Danke. Tamara Biedermann riskierte da was.
So lang der Ball. Aber gut gelesen. Von Di Gaetano. Di Gaetano macht das gut. Schickt Carla Martin. Nein, Kressig ist das. Julia Kressig. Aber der Ball ist zu lang. ...41 Minuten gespielt in Wiel. Und jetzt sollte dann langsam auch das Spiel in Schlieren vorbei sein. Vielleicht schaltet sich dann jemand ein, der uns sagt, was da geschehen ist. Und dann wissen wir, mit was wir rechnen müssen. Für beide Teams ist klar, ein Sieg und sie müssen sich um Yverdon keine Sorgen machen. Aber um Sion eben schon. Sion finanziell und von der Einstellung her sicherlich das Team, das am meisten gewappnet wäre für einen AWSL-Aufstieg. Obwohl, die Aufstiegsliga muss man dann auch noch gewinnen. Wiel und Solothurn sind sicherlich infrastrukturell am besten aufgestellt für einen solchen. Ich meine, hier in Wiel sind wir nur 2-3 Handgriffe davon entfernt, perfekt Women's Super League zu spielen. In Solothurn ginge das auch, das ist auch ein gutes Stadion. Yverdon hat natürlich schon viele Jahre Women's Super League Erfahrung. Auch sie wären gewappnet für einen solchen Aufstieg. Aber sportlich haben sie es etwas vergeigt, die Frauen aus Yverdon. Oft Punkte liegen lassen, wo sie nicht hätten müssen. Aber eben Solothurn und Wiel auch in der letzten Woche. Also Wiel hatte mindestens 6 Torchancen, um in Sion Tore zu schießen. 6 klare Torchancen. Hat diese nicht genutzt, verlor dann 2-0. Und auch Solothurn weiß gar nicht genau, warum sie in Carouge verloren haben. Aufsteiger Etoile Carouge, der gar keine Lust hat abzusteigen. Jenny Wies, schön der Außenritt ist, Pass für Alana O'Neill. Aber Sarina Grida dazwischen. Servet hat 5-0 gesiegt, das heißt Aarau mit seinen 9 Punkten fast schon sicher in den Playoffs. Das heißt, Rapperswil und Thun werden ziemlich sicher die 2 Teams sein, die in der Aufstiegsliga Platz nehmen werden. Die Frage ist eben, gegen wen? Gegen eines dieser 2 Teams? Gegen alle diese 2 Teams, die heute hier auf dem Platz stehen? Oder wer genau ist dann für Rapperswil und Thun der Gegner? In Luzern steht es 2-1 mittlerweile, St. Gallen führt. Und der FC Basel führt mittlerweile mit 1-0 in Basel. Auch da geht es nur noch 5 Minuten. Und wir haben 4 große Chancen für Wiel gesehen. 2-mal Vanessa Clay, 1-mal Tamara Biedermann, 1-mal Sascha Jitlamay. Alle haben sie geklärt und deshalb gehen wir hier wahrscheinlich mit dem 0-0 in die Pause. Jenny Wies am Flügel. Wir sind in der Nachspielzeit. Ecke für den FC Wiel, Ecke für
Barbara Krucker. Ja, wer auch immer hier pfeift, das wollen wir nicht hören. Nur der Schiedsrichter darf pfeifen. Krucker. Gut gezogen, die Ecke, Kopfball ohne Gefahr von Carla Martin und dann gut abgedeckt von Cheyenne Graf. Von Rotz, Gilman, Clay, uiuiui, O'Neill setzt nach. Aber keine Unterstützung für Alana O'Neill. Wir gehen in die Pause, steht noch 0:0. Könnte das ein Resultat sein, dass beiden Teams teuer zu stehen kommt? Wir werden es sehen. In circa 10 Minuten sind wir für euch wieder da. Und dann kommt also die große Entscheidung. Welches Team hat die Nase vorne auf der Jagd nach dem letzten Aufstiegsplatz? Bis gleich.
Und nach beiden Teams ist jetzt nun auch das Schiedsrichterinnen-Team auf dem Platz angekommen. Sieht so aus, als hätte es einen Wechsel gegeben. Bei Solothurn natürlich zeigen die das nicht an. Natürlich muss ich mich jetzt hier dem Rätselraten widmen. Und zwar Vanessa Clay muss raus und Roberta Guckenbühl kommt rein. Also Clay, die Heldin der ersten Halbzeit mit zwei Klärungen auf der Linie, ist draußen. Roberta Guckenbühl, die einst auf Abseits ein Interview gegeben hat, damals, als sie noch bei den Young Boys spielte, gegen Luzern ein Tor erzielte, ist drinnen. Guckenbühl macht also die Außenläuferin über rechts. Nina Adam rutscht in die Innenverteidigung über rechts und Sascha Jitlamay wechselt also nach links, da wo Vanessa Clay sonst gestanden ist. Und ich will es nicht beschreien, in der Nachspielzeit stand es in Schlieren 1:1. Heißt also, Solothurn bleibt, Sion bleibt auf nur einem Punkt, wenn das dann sich so bewahrheitet hat, wenn sie keinen Last-Minute-Treffer erzielt haben. Das würde heißen, Stand jetzt, Sion hat 32 Punkte. Wiel hat 31, Solothurn hat 30 und Yverdon hat 30, denn die führen mit 2:1 in Biel. Also es würde am 13. April eine Riesenfinalissima geben, bei der wir leider nicht dabei sein werden, aber es wird sie dann geben, wenn sich alles bewahrheitet. Wenn sich bewahrheitet, dass Sion nur einen Punkt aus Schlieren mitnimmt und wenn Yverdon weiterhin führen wird in Biel. Heißt aber auch, wer jetzt nochmals Gas gibt, wer jetzt dieses Spiel hier gewinnt, ist in der Pole Position. Und dem könnte ein Punkt reichen, um sich dann für die Aufstiegsliga zu qualifizieren. Ich erinnere, Aarau hat gewonnen, Rapperswil und Thun haben verloren. Also stand jetzt Thun und Rapperswil die Gegner. Es bleibt spannend. In der Women's Super League hat Basel gewonnen, zusammen mit Servette, das 5:0 gewonnen hat gegen Thun. Also Basel gegen IB 1:0, Servette 5:0 gegen Thun. Aarau hat 1:1 gespielt gegen die Grasshoppers und Zürich hat 1:0 gewonnen gegen Rapperswil. Im Moment steht es 2:1 für St. Gallen in Luzern. Serena Lipuma hat für Luzern getroffen, Geraldine S. war zweimal erfolgreich für den FC St. Gallen. Solltet ihr es verpasst haben, wir haben hier einen Wechsel gehabt zur Pause. Roberta Guckenbühl kam ins Spiel. Sie ersetzt Vanessa Clay, die sich verletzt hat in der ersten Halbzeit. Sie, die sie in der ersten Halbzeit auf der Linie zweimal nacheinander pariert hat. Vanessa Clay. Also Stand jetzt.
Stand jetzt also Sion mit 32 Punkten, Wil mit 31 und Solothurn mit 30 Punkten, Yverdon mit 30 Punkten. Das ist, wenn wir die laufenden Spiele mitzählen. Heißt aber, wer hier heute gewinnt, der kann, der könnte, der darf von der Aufstiegsliga träumen. Ein großer Erfolg für beide Vereine, insbesondere aber für Wil, das ja doch erst seine zweite Saison in der Oberklasse feiert. Bitte lasst hier auch noch einen Daumen hoch für meinen Kameramann, der frustriert immer wieder wegschalten muss, weil ständig Leute ins Bild stehen und laufen. Viel Liebe für ihn, der seine Geduld hier auf die Probe gestellt bekommt. Alana O'Neill, gut der Antritt der Amerikanerin, mittlerweile auch Schweizerin bald, Fragezeichen. Verlobt ist sie mit Breitenmoser, ich weiß nur nicht, ob sie auch schon verheiratet ist. Nun ja, lange würde es dann nicht mehr gehen, bis sie den Schweizer Pass hat. Alana O'Neill. Schön die Annahme da von Cheyenne Graf. Jetzt Roberta Guckenbühl, Guckenbühl, Guckenbühl. Ach, traut sich nicht. Friedrich probiert es, aber zu wenig Kraft. Zu harmlos für das Tor von Marcia Bischofberger. Ich erinnere die Zuschauer, beide Teams haben von ihrer Grundformation abgesehen. Wil hat sich defensiv auf ein 4-3-3 gestellt, heute mit Viererkette, unter anderem wahrscheinlich auch, weil Pietikäinen fehlt. Auf der anderen Seite Solothurn in Abwesenheit von Sophie Bohner haben sie das Dreieck invertiert, sonst spielen sie mit zwei Nummer 10 sozusagen, zwei hängenden Spitzen und einer Mittelstürmerin. Heute haben sie das umgedreht, haben sie eine hängende Spitze und zwei Mittelstürmerinnen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, beide Teams haben sich selber keinen Gefallen getan mit dieser Spielweise. Solothurn fehlen ein bisschen die Läufe in die Tiefe von Bohner und von Geiser, die heute nicht spielt, also von Cheyenne Graf. Während auch Wil wahrscheinlich die vierte Abwehrfrau, ja, eigentlich entbehren könnte, gerade weil Solothurn mit der invertierten Dreieck spielt. Flanke kommt, aber da traut sie sich nicht ran und jetzt doch noch von Rotz, aber keine Gefahr. Jolanda von Rotz hat 9-mal getroffen in dieser Saison. Sie, die sie eigentlich aus der vierten Liga kommt, doch sie eine Entdeckung. Die junge Stürmerin Solothurns, einen sehr, sehr guten Torriecher. 9-mal hat sie getroffen bislang in dieser Saison. Mehr hat nur Elena van Niekerk getroffen von Winterthur und mittlerweile auch Maeva Sogan von Carouge, die mittlerweile 10 Tore hat. Eine Iseni zu Alana O'Neill. O'Neill, O'Neill legt sich selber den Ball vor. O'Neill gegen Nina Adam. O'Neill, O'Neill geht an die Grundlinie. Die Flanke, sie sitzt, aber da ist keine Mitspielerin. Tolle Ballarbeit von Alana O'Neill. Leider kam keine Mitspielerin zur Hilfe. Ich,
Es ist für mich unglaublich, wie die Leute einfach eine Kamera ignorieren. Es ist ihnen so egal, dass hier eine Kamera steht. Die laufen einfach voll geradeaus hinein. Schweizer sind halt so. Denen ist völlig egal, ob hier eine Sendung gedreht wird, ob irgendwas los ist. Die laufen einfach voll in die Kamera rein. Deshalb hat Tina Turner gerne in der Schweiz gelebt. Oh mein Gott. 56 Minuten gespielt. Ich wage einen Blick. Nach Biel, da steht es noch 2:1 für Yverdon. Also. Und es bestätigt sich, Sion hat 1:1 gespielt gegen Schlieren. Das heißt, Sion hat 32 Punkte. Das heißt, wer jetzt gewinnt hier, ist vor Sion und vor Yverdon und vor dem direkten Gegner. Alana O'Neill. Foulspiel von O'Neill. Eli Graf mit Carla Martin. Graf. Eigentlich müsste jemand jetzt dem Stadionspeaker sagen, er soll das Resultat der anderen Spiele durchgeben, um ein bisschen Spannung hier hineinzubringen. Iseni. Cekon bereitet seinen zweiten Wechsel vor. Einer Iseni. Iseni an Adam vorbei. Iseni steckt durch, aber keine Gefahr. Cekon bereitet seinen zweiten Wechsel vor. Lina Schläfli soll ins Spiel kommen. Schläfli, eine Frau für die Offensive. Jenny Wies. Wies zu O'Neill. Oh, Biedermann! Fliegt! Tamara Biedermann. Perfekt der Ball von Wies für O'Neill. O'Neill traut sich was, aber Tamara Biedermann fliegt da dem Ball entgegen. Die 17-Jährige, die eine AWSL-Anstellung sucht. Und so manches Super League-Team könnte sicherlich Gebrauch machen von Alana, von Tamara Biedermann. Biedermann sucht ein AWSL-Team, während Solothurn eine neue Torhüterin sucht. Eine, die am liebsten gut mit dem Ball am Fuß ist. Lina Schläfli kommt also ins Spiel für Svenja Zengafinnen. Die blieb etwas blass. Svenja Zengafinnen. Zengafinnen blieb etwas blass, aber hatte auch kein leichtes Spiel mit Graf und Carla Martin, die ihr da immer wieder auf den Fersen standen. Iseni sucht Platz, aber traut sich da nicht.
O'Neill. Wies wollte den Doppelpass, aber O'Neill spielt zurück zu Di Gaetano. Di Gaetano probiert es direkt. Kein Problem für Tamara Biedermann. Ja, was glaubt denn Gaia Di Gaetano? Sie hat eine Women's Super League Torhüterin vor sich. Das ist Biedermann noch nicht. Die ist besser als die meisten der Women's Super League Torhüterinnen. Lässt sich doch nicht so düpieren von solchen Bällen. Tamara Biedermann. Carla Martin, Jasmin Germann. Biedermann haut den Ball nach vorne. Abseits für Jolanda von Rott. Und Hollenstein mit einem Doppelwechsel. Di Gaetano und Kressig gehen raus. Neu im Spiel, also Böhi, die man von Anfang an erwartet hätte. Böhi und Lemmler heißt also nochmals etwas Tempo und nicht Di Gaetano, sondern es geht Iseni, die mazedonische Nationalspielerin. Iseni und Kressig, Leimler und Böhi gehen. Und jetzt die Chance für O'Neill. Wow! Dietlamay sagt zu Orlando O'Neill, nein, nein, nein! Und rutscht in den Ball. Was für ein tolles Tackling von Sascha Dietlamay. Hindert sie dran. Nein, 4 zu 1 mittlerweile. Also, Yverdon holt sich 3 Punkte. Sion hat nur einen Punkt geholt. Und jetzt der Pfostentreffer. Yayayi. Also, Wiel hätte hier vielleicht langsam, aber sicher auch 3 Punkte verdient. Stark die Ecke, stark, wie sie sich da durchsetzt. Elli Graf, aber die Latte hilft den Wielerinnen. Und wenn die Spielerinnen wüssten, wie die Spielstände sind, würden sie sicherlich noch eine Schippe drauflegen. Der Sieg aus diesem Spiel wäre auch der Leader der 4 Aufstiegskandidaten. Sollte es so bleiben, bleiben sie genau zwischendrin. Gesandwiched, Yverdon dann punktegleich mit Solothurn. Könnte sogar sein, dass Yverdon dann Solothurn überholt. Jenny Wies. Barbara Krucker, das ist die Neue, das ist Lammler. Aber ungenau der Ball und Nina Adam haut ihn nach vorne.
Cheyenne Graf macht Druck auf Leona Zwissig. Nochmals wechselt Cekon. Ist es Adam, die rausgeht? Scheint so. Cekon geht raus und Geiser, die man von Anfang an erwartet hätte, kommt rein. Adam geht natürlich raus, nicht Cekon. Cekon ist der Trainer, der ist schon draußen. Cekon hätte noch einen Wechsel zugute. Wiel kann noch dreimal wechseln. Und jetzt, also, hat Wiel genug Chancen gehabt, um langsam die Führung zu rechtfertigen. Sie haben nicht die Oberhand im Spiel. Das Spiel ist sehr geteilt. Beide Teams sehr vorsichtig. Keiner kommt so richtig zur Kontrolle. Aber die großen Chancen, die hatte Wiel. Di Gaetano. Zu schwach der Pass auf O'Neill. Gut gemacht von Graf, von Rotz. Aber sie ist ganz alleine. Jolanda von Rotz spielt jetzt mit Lina Schlafli. Nein, jetzt ist Schlafli. Vorhin war sie im Oberdorf. Schlafli. Und? Lara Friedrich traute sich nicht abzuziehen. Es blieb nicht gefährlich. Etwas mehr als 20 Minuten noch zu spielen. Böhi, aber so geht's nicht. Schon gar nicht bei Tamara Biedermann. Die ist zu gut. So klappt das nicht. Bei Biedermann. Graf geht dazwischen. Macht sie gut, Cheyenne Graf. Aber die Gaetano findet die Mitspielerin. Lana O'Neill und Sascha Jitlamay klärt die Abwehrchefin. Carla Martin nimmt die Hände zur Hilfe, könnte auch eine gelbe Karte sein. Schiedsrichter sieht das anders. Naja. Friedrich haut den Ball nach vorne. Und jetzt der Abschluss und auf der Linie. Gaia Di Gaetano. Gibt es einen Konter? Nein, wir gehen ins Replay. Der Ball, der immer länger wird. Niemand klärt. Abschluss von Laura im Oberdorf. Aber Leona Zwissig ist dann zur Stelle. Die Tochter des ehemaligen St. Galler Trainers Marco Zwissig. Defensiv auf der Höhe wie ihr Vater damals für den FC Basel. Jenny Wies macht das Spiel schnell. Lammler sucht O'Neill. Oi Grida, sehr clever gemacht von Sarina Grida. Auch sie kommt von den Young Boys, wurde da ausgebildet, aber reift zu einer richtig tollen Innenverteidigerin an. Sarina Grida spielt fast schon Libero eigentlich, meistens hier in Solothurn. Aber Raumbeherrschung, Tiefenbeherrschung, all das macht Sarina Grida sehr, sehr toll. Schläfli. Ich bin überrascht, dass Schläfli in der Mitte Platz findet und im Oberdorf in den Sturm wechselt. Geiser mittlerweile auf der Zehnerposition. Und Gilmann nur noch auf dem Papier Außenläuferin.
spielt schon fast Außenverteidigerin. Aber Solothurn, das ist das Team, das am meisten zu verlieren hat im Moment. Yverdon siegt in Biel, wird diesen Sieg wahrscheinlich auch nicht davongeben. Sion hat nur 1:1 gespielt, hat also nur 32 Punkte. Und Wiel hat schon 30, also würde dann auch diesem Spiel mit 31 Punkten herausgehen. Also Solothurn muss aufpassen, dass sie nicht überholt werden von Yverdon. Stand jetzt wäre das der Fall, denn Yverdon hat mehr Tore. Jitlamay schlägt die Flanke. Geklärt. Elli Graf mit Jenny Wies. Wies lanciert Lammler aber. Der Ball zwischen Lammler und O'Neill und zu steil für beide. Und jetzt verlängert von Geiser. Aber Di Gaetano kann klären. Geiser dann zurückgepfiffen. Schiedsrichter sieht faul. Noch 20 Minuten knapp zu spielen hier. ...71 Minuten sind gespielt. Die 72. bricht an. Weiß Cekon mittlerweile von seinem Schicksal. Stadionspeaker wollte nicht die Resultate durchgeben. Schade. Das hätte dem Team noch, den Teams noch mal Feuer unterm Hintern gemacht. Die Fans lassen sich auch mal wieder hören. Einwurf für Barbara Krucker. Krucker da im Schatten in Mordor. Die Arena hier in Wiel nicht ganz ausgeleuchtet. ...73 Minuten gespielt. Oh, Wiel will da nochmals in den Strafraum mit Lammler, die da Böhi suchte. Wie gesagt, sollte es einen Sieg aus diesem Duell geben, wird er die Pole-Position übernehmen zwischen den Aufstiegskandidaten. Sollte aber das bei diesem Unentschieden bleiben, bleibt Sion eine Nase vorne. Wiel folgt, Yverdon überholt Solothurn. Also gerade die Damen in Schwarz sollten hier den Sieg suchen. Weiß das Julian Cekon, dass er dann nicht mehr auf sich selbst angewiesen ist, dass er beim, im Falle eines Ausgleichs oder einer Niederlage auf Schützenhilfe hoffen muss. Das ist immer das Schlimmste, wenn man auf Schützenhilfe hoffen muss. Wiel wäre beim Unentschieden noch von sich selber abhängig. Mit einem Sieg würde ihnen sogar ein Unentschieden reichen. Jenny Wies. Wies. Ah, geblockt. Wies. Di Gaetano. Di Gaetano sucht eine Anspielstation, findet O'Neill. O'Neill im Strafraum. O'Neill, keine Hilfe. O'Neill probiert zum zweiten Pfosten. Krucker. Tor! Es ist Captain Krucker. Barbara Krucker!
richtet es. Nach toller Vorarbeit von Di Gaetano und von O'Neill. Die Übersicht von Alana O'Neill und Barbara Krucker, die da im Rücken von Noemi Gilman auftaucht. Barbara Krucker erzielt den Treffer per Kopf und schießt Wiel ins Glück. 1:0, Barbara Krucker. Noemi Gilman lässt sich erwischen im Rücken. Biedermann kann da nicht mehr parieren. Und zu viel Platz hatte O'Neill im Strafraum, auch vorher schon. Di Gaetano hatte zu viel Platz, um da in der Mitte sich eine Anspielstation auszusuchen. War es abseits bei der Berührung von Lammler? Wissen wir nicht. Und jetzt der Ausgleich! Der Ausgleich! Nein! Doch, nein! Bischofberger lässt den Ball an die Latte, dann die Top-Parade von Bischofberger. Zweimal gegen von Rotz. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Bischofberger steht zuerst sehr schlecht. Lässt er den Ball über sich segeln. Hat Glück, dass die Latte hier da zur Hilfe kommt. Dann aber zeigt sie Puma gleiche Reflexe. Marcia Bischofberger, die Liechtensteinerin. Ah, Jolanda von Rotz, das wär's gewesen. Denn die Niederlage ist das Schlimmste, was Solothurn geschehen kann im Moment. Sie sind dann nicht mehr auf eigene Faust in der Lage aufzusteigen, brauchen dann Schützenhilfe, und zwar zweifache Schützenhilfe. Also sollte es bei diesem Spielstand bleiben, ist Solothurn praktisch nicht mehr in der Lage aufzusteigen. Sion müsste gegen Küsnacht haushoch verlieren. Und Solothurn müsste haushoch gewinnen gegen Schlieren. Also im Moment ist Wiel dran, den Aufstiegsplatz fast sicher zu machen. Sie bräuchten einen Punkt aus dem letzten Spiel. Und Solothurn wäre praktisch draußen aus dem Aufstiegsrennen. Tamara Biedermann findet nur Jennifer Wies. Und jetzt Sarah Böhi. Böhi! Ja, fast wäre es zu einem Festwochenende im Hause Böhi geworden, wenn sie getroffen hätte. Denn die kleine Schwester, glaube ich, oder ältere, ich weiß nicht, Nadine, hat ein Nationalmannschaftsaufgebot erhalten. Die Torhüterin des FC St. Gallens. Also, ein freudiges Wochenende im Hause Böhi. Übrigens, Nadine Böhi, 2:2, hat mittlerweile in Luzern auch das zweite Tor bekommen. Alisa Keller war die Torschützin. Steht 2:2 in Luzern. Und ich bleibe dabei, St. Gallen ist nicht so gut, wie alle meinen. Aber Luzern ist auch nicht so toll. Aber hier geht es also um die Aufstiegsträume. Und deshalb Cekon mit seinem letzten Wechsel. Anja Gust kommt. Er wechselt das System. Julian Cekon, Cheyenne Graf, die Junge, muss vom Platz. Vierter Wechsel im FC Solothurn. Spiel mit der Nummer 5. Cheyenne Graf ist draußen, Anja Gust ist drin. Solothurn braucht mindestens ein Tor, um weiterhin vom Aufstieg zu träumen, von der Aufstiegsliga. Zwei Tore, um sich etwas sicherer zu fühlen. Sollten sie verlieren, brauchen sie doppelte Schützenhilfe. Und das ist nie gut, wenn man doppelte Schützenhilfe braucht. Yverdon müsste gegen Winterthur verlieren. Sion müsste
gegen Küsnacht verlieren und sie selber müssten gegen Schlieren Hochhaus gewinnen. Also lieber heute noch gewinnen, Julian Cekon. Aber das sagt sich auch Hohlenstein. Und deshalb hat er den Sturm eingewechselt. Und deshalb hat er Alana O'Neill. Aber die Amerikanerin findet keine Anspielstation. Und es sind eben diese Spiele, es sind diese Momente. Oi, oi, oi. Da hat sich jemand in der Mitte verletzt. Das ist Jennifer Wies. Oi, oi, oi. Was war denn da los? Ist es noch von der Weisheitszahn-OP, die sie Mitte Woche hatte? Ball am Kopf, nie gut. Jennifer Wies, aber sie hat ihre Arbeit geleistet. Die letzten 10 Minuten kann das Team auch ohne sie, hätte ich gesagt. Das Team, das führt und das ist, was ich sagen wollte, eben. In solchen Momenten siehst du dann die Klasse in Alana O'Neill, den Unterschied, den sie machen kann. Eiskalt hat sie da. Die Übersicht behalten, den Ball lange geführt und dann gesehen, dass Barbara Krucker in ihrem Rücken kommt, im Rücken von Noemi Gilmann und da die perfekte Flanke für den Kopfball. Krucker hat so zur Führung getroffen und so steht es also im Moment 1:0. Stand jetzt ist Wiel dann nur noch von sich selber abhängig, könnte im letzten Spiel mit einem Sieg, mit einem Unentschieden, die Aufstiegsliga sicher machen. Dingfest. Jenny Wies ging unter Applaus runter. Wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Oh doch. Es ist ihr egal. Wies ist nochmal da. Jenny Wies. Hart ihm nehmen. Jetzt schon wieder am Ball. Wies mit einem Übersteiger. Jetzt die Übersicht. Schön der Ball. Was für ein Pass von Jenny Wies. Grida mit dem Tackling. Findet viel O'Neill, sehr wenig Oval. Aber hey, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Lämmler probiert es nochmal, aber wieder niemand am linken Flügel. Das ist eben das Problem. Sarah Böhi spielt so, wie sie normalerweise spielen muss. Aber heute ist die rechter Flügel. Und deshalb ist sie zu weit innen jeweils. Aber sie wechseln jetzt die Frauen aus. Wiel, ich weiß nur nicht wie und was. Jessica Schadl kommt. Und sie kommt für Carla Martin. Zwei in St. Gallen ausgebildete Spielerinnen. Also Jessica Schadl kommt für den linken Flügel. Sarah Böhi wird Mittelstürmerin und Fabienne Lemmler geht an den rechten Flügel. Alana O'Neill ist jetzt Zehner. Noch etwas Tempo hier von Hohlenstein in die Partie geworfen. Er will so den Sieg sichern, indem er angreifen kann. Alana O'Neill, eine sehr tolle Partie von der Amerikanerin. Mit der Nummer 16. Und Krucker hat jetzt alles andere als eilig. Und Solothurn unter Cekon verabschiedet sich von den Aufstiegsträumen. Hätte ich gesagt, sollte es denn bei diesem Resultat bleiben. Ball gezogen an den zweiten Pfosten. Direkt. Und dann der Abschluss von Schare ohne Gefahr. Hier zweiter Pfosten. Graf kommt nicht mehr ran, sonst stünde es hier 2:0. Und Schade findet dann das Tor nicht. Ohne Vanessa Clay stand auch niemand zur Hilfe. Biedermann hätte diesen Ball eigentlich fangen müssen.
Friedrich mit dem taktischen Foul. Schiedsrichter hat nur ein gelbes Shirt, keine gelben Karten dabei, wie es aussieht. Das wäre eine klare gelbe Karte gewesen. Barbara Krucker teilt Graf noch ein Geheimnis mit, was sie vorhat. Krucker geht direkt und Biedermann, sicher. Tamara Biedermann. Sie ist erst 17. Tolle Torhüterin, Tamara Biedermann. Schade sehen, dass Patricia Zell und Veronika Maglia anders. Denn Biedermann könnte eine Waffe sein in den Qualifikationsspielen gegen Portugal, England und gegen Italien. Ecke! Und wieder Biedermann, dieses Mal sicher bei der Ecke. Biedermann findet die Mitspielerin. Laura Moberdorf dreht ab und Checkhorn ist nicht zufrieden. Er wusste, das wäre eine Kontermöglichkeit gewesen. Aber Moberdorf hat sich nicht sicher gefühlt in diesem Konter. Jitlamai versucht das Spiel lang zu machen, sucht und findet die Mitspielerin. Schläfli lässt sich von Graf wegdrücken. Sehr gutes Spiel von Ellie Graf. Jessica Schader. Schader gegen Guckenbühl. Guckenbühl bleibt siegreich. Grieder. Stürmt nach vorne. Aber Zwissig ist dran. Jenny Wies findet nur Roberta Guckenbühl. Gust. Bleibt hängen. Die letzten drei regulären Spielminuten brechen an. Solothurn braucht ein Tor, um weiterhin die Aufstiegsträume lebendig zu halten. Sollte es bei dieser Niederlage bleiben, brauchen sie doppelte Schützenhilfe. Und sollte es bei dieser Führung bleiben, ist Wiel dann auch das Team, das sich freuen kann. Guckenbühl. Noch 2 Minuten regulär. Krucker. Schläfli sucht Gust. Gust findet den Ball nicht mehr. Etwas zu steil. Schiedsrichter nimmt nicht so genau mit den Karten. Wie genau nimmt das mit der Nachspielzeit? Für Solothurn jetzt ein wichtiges Thema. Bischof Berger, die Gaetano und Schader, aber Guckenbühl klebt an ihr. Guckenbühl von Rotz, mein Geiser war's. Aber der Ball ist weg. Jetzt also Jessica Schader. Gut verlängert. Ah. Jenny Wies. Abgefangen. Wies.
sucht und findet Bö, die steht aber im Abseits. Und Abseits, das ist das, was ihr seht, das, was ihr hört. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Es folgen die Wochen in der Entscheidung im Futsal der Herren. Zuerst zeigen wir euch die Nationalmannschaft der Herren im Futsal und dann die Playoffs im Futsal der Herren. Dazwischen gibt es noch ein, zwei Nationalliga B und U19 Spiele, bis es dann in die Playoffs der U19 geht. Es wird eine Finalissima geben, wahrscheinlich. Keine Finalissima, aber Fernduelle am letzten Spieltag der regulären Saison der Nationalliga B. Guckenbühl. 91 Minuten gespielt. Sion hat 32 Punkte. Wiel stand jetzt 33. Yverdon vor Solothurn mit 30, Solothurn mit 29. Solothurn ist also dann auf doppelte Schützenhilfe am letzten Spieltag angewiesen. Es sei denn, sie finden jetzt noch das Tor. Ein letztes Mal mit Friedrich. Friedrich wird gehalten, bekommt den Freistoß. Nein, Handspiel. Ich will diesem Schiedsrichter nicht zu nahe treten. Aber das wäre jetzt so einer dieser Momente, wo es halt keine Fehlentscheidung gebrauchen kann. Nadine Böhi. Krieder und Gilman verteilt das Spiel. Noemi Gilman untröstlich, denn sie hat ja in ihrem Rücken die herbeieilende Barbara Krucker nicht gesehen. 92 Minuten gespielt. Solothurn hat die Uhr, die gegen sie läuft. Die Klepshydra mit ihrer strafenden Form. Schiedsrichter pfeift. Der Sand rinnt den Frauen in Schwarz davon. Solothurn wird sehr viel hoffen müssen, sehr viel beten müssen, sollte es bei diesem Spielstand bleiben. Kein Fairplay von Wiel. Solothurn probiert es nochmals. Wiel jetzt die Ruhe selbst. Böhi zündet den Turbo, ist vorbei. Böhi, aber da ist niemand. Gust. Guckenbühl meine ich. Biedermann, zu wenig weit. Jenny Wies fängt den Ball, probiert dann den direkten Schuss. Aber das ist die Zeit, die Solothurn nicht mehr hat. 93 Minuten sind gespielt. Jenny Wies findet Lammler. Lammler probiert es direkt. Biedermann. Der Ball muss nach vorne, Tamara. Tamara Biedermann haut ihn auch nach vorne. Aber Geiser kann ihn nicht kontrollieren. Abseits von Lammler. Biedermann ist aber schneller dran. O'Neill. Dietlermay kann ihn nicht kontrollieren. Wies. Die 94. Minute läuft. Abseits von Lammler. Tamara Biedermann, weiß sie, wie dringend es ist? Weiß sie, dass ihr Team nur noch hoffen kann? Doppelte Schützenhilfe braucht und einen hohen Sieg gegen Küsnacht. Wenn der Ball jetzt gegen Flieren, wenn der Ball jetzt nicht nach vorne fliegt. Der Ball fliegt, aber wie es klärt. Nochmal Solothurn, nochmal Tietlermay. Und nochmals Druck. Und jetzt die Chance für von Rotz. Von Rotz setzt nach. Kommt Solothurn noch zum Abschluss. Guckenbühl. Guckenbühl, die Flanke muss kommen. Guckenbühl flankt. Ah, Wiel klärt. 95 Minuten. Nochmals ein langer Ball. Schläfli. Keine Zeit, um zurückzuspielen. Ah, Wiel hält es aus, bekommt den Foul-Pfiff.
Und es wird noch gewechselt. Hollenstein zieht noch den alten Trick 77. Ein Wechsel ohne Nexus. Spekia freut sich, bekommt Einsatzzeit. Luana Spekia. Sie ersetzt Alana O'Neill, die Frau des Spiels. O'Neill, die Frau aus New York, die also den Assist lieferte zum 1:0 von Krucker. Und Spekia kommt und Gilman mit dem Fehlpass. Krucker klärt. 96 Minuten gespielt hier im Lidl Sportpark Bergholz. Guckenbühl. Der Ball muss nach vorne. Rieder war es, nicht Guckenbühl. Jessica Schaden. Schaden wird geblockt. Rieder wirft schnell ein. Gut gemacht von Gust, aber Elli Graf klärt. Sechs Minuten sind vorbei. Die siebte Nachspielminute bricht bald an. Kommt Solothurn noch zu einem Abschluss? Nein, viele Bälle in der Luft. Abseits gepfiffen. Abseits ist das, was ihr seht, das, was ihr hört. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. 97 Minuten gespielt. Liechtensteins Nationaltorhüterin Bischof Berger haut den Ball nach vorne. Kein Abseits. Aber das Spiel doch Abseits, okay. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Wiel steht mit einem Fuß in der Aufstiegsliga. Solothurn braucht doppelte Schützenhilfe. Iverdon muss gegen Winterthur verlieren. Und Zion muss Hochhaus gegen Küsnacht verlieren. Und Solothurn muss selber Hochhaus gegen Schlieren gewinnen. Das sind die Endrechnungen dieser Nationalliga B. Wiel ihrerseits braucht nur noch ein Unentschieden. Hat es also in den Händen, in die Aufstiegsliga zu kommen. Wo wahrscheinlich Thun und tschüss zusammen.